Ich bin depressiv. Das sagt aktuell jeder vierte Jugendliche in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommen die Forschenden der Trendstudie Jugend in Deutschland Sommer 2022. Befragt wurden mehr als 1000 junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Der meistgenannte Grund? Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Auf Platz 2 der Klimawandel. Auch Sorgen vor Inflation, einer sozialen Spaltung und einer Wirtschaftskrise sind Gründe. Gleichzeitig schränken die Corona-Regeln die Möglichkeiten zur Stressbewältigung ein. Also zum Beispiel Sport machen, Freunde treffen oder feiern. Viele wollen sich professionell helfen lassen, aber die Wartezeiten für Psychotherapieplätze haben sich seit Beginn der Pandemie nahezu verdoppelt. Was mache ich, wenn ich ewig auf der Warteliste kleben bleibe? Man kann auf der Seite der Bundespsychotherapeutenkammer auf Therapeutensuche gehen, kann dann sein Bundesland auswählen, kann auch eine Postleitzahl angeben und kriegt dann eine Liste mit allen niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten und dann wirklich durchtelefonieren und das Erste, was geht, nutzen. Soforthilfe bekommt ihr zu jeder Uhrzeit kostenlos, zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer unter der 116111. Wer lieber tippt statt telefoniert, findet dort auch im Chat und per Mail Beratung.